Sehr verehrte Damen und Herren, lieber Pöbel. Ich habe die Ehre, heute hier sein zu müssen, um einen Mann zu preisen, der dank seines feinsinnigen Humors von vielen ehrfurchtsvoll als die Pointenflak von Pro7 bezeichnet wird, das Bolzenschussgerät fürs Zwerchfell, der schwarze Eddie Murphy. Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Tagsüber seriöser Präsentator schmerzhafter Wahrheiten im Wasserrutschenjournal TAF, stiehlt er sich nachts als eine Art Bruce Wayne der Heiterkeit in seine humoristische Betthöhle. Dort knüpft der Hobby-Satiriker und Verbalakrobat Daniel Aminati mit nicht mehr als 5, 6 Worten in der sprachlichen Speisekammer Brüller an Brüller. Hey Leute! Hier ist KGG, Kevin, Justin, Jason von den Breakfast Boys. Yeah! Ja, Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich muss aber mal sagen, sorry, ich war ein paar Tage nicht online. Ich hatte aber auch einen wichtigen Grund. Ich habe mich mit den Boys getroffen. Und ich habe es ja letztens schon kurz angedeutet. Es wird ein Comeback geben! Wir haben doch gesagt, du kannst sie am Arsch lecken! Jenny! Du musst mal richtig zuhören. Die haben gesagt, leck mich am Arsch, ist das geil. Haben sie nicht. Jenny, deine Mutter. Das habe ich gehört. Stay together. Zum Piepen. Wer da nicht lacht, der ist Autist. Oder tot. Oder beides. Ein leichtes Schielen, um Blödheit darzustellen. Auf diesen filigranen Kniff muss man erstmal kommen. Chapeau. Aber der gelernte Teufelskerl Aminati schafft es nicht nur mit seinen angetäuscht, unbeholfen anmutenden Parodien und satirischen Schenkelklopfschelmereien an zu Recht längst vergessene Epochen der brachialen Frühhumoristik zu erinnern. Nein! Frei von Eitelkeiten, wie zum Beispiel Intellekt, schafft er es, die vom Grübeln schweren Häupter der Kernzuschauerschaft des Bildungskanals Pro7 zumindest für eine kurze Zeit ein wenig aufzurichten. Mit Späßen, die Nostalgiker und Archäologen gleichermaßen begeistern. Und er hat ja recht, wenn er als Erster lacht, kann der Gag so schlecht nicht gewesen sein. Hier möchte niemand mit Hirnaktivität prahlen. Hier soll einfach gelacht werden. Und um sein Publikum zu bannen, ist ihm kein Witz zu plump. Würde kennt er nur als Konjunktiv. Hallo. Ich bin es, der Robert. Ja, Leute, ich will mich mal ganz kurz vorstellen tun. Ich bin der Personaltrainer vom Daniel Laminati. Animali. Ja, ihr wisst schon, wen ich meine. Den Tuppes aus dem Fernsehen da. Der immer die geilen Weiber an der Seite hat. Ja, Leute, ich werde immer wieder gefragt. Robby, wie machst du das mit den Stars, dass die immer so geil aussehen? Dass die immer so tiptop in Shape sind? Und da sag ich immer an denen, pass mal auf. Du brauchst Eier. Dicke Eier. Braune Eier, weiße Eier. Das ist ganz, ganz wichtig. Verstehst du? Im Ei ist Eiweiß. Und das macht die Muskeln. Wahnsinn, Wahnsinn. Unglaublich. Ein Pointengewitter der Giggelstufe 1. Feiern Sie deshalb heute mit uns einen Mann, dessen Darbietungen lustiger und effektiver sind als Waterboarding oder Zehennägel ziehen. Er ist das schöne Gesicht der Intellectual Disability Bewegung. Der Beweis, ja, in Deutschland kann es jeder schaffen. Also wirklich jeder. Und deshalb überreiche ich nun mit Stolz und Charme den goldenen Umberto in der Sparte Comedy an den Loriot von Ghana, an Daniel Aminati. Herzlichen Glückwunsch, Daniel Aminati.
Dankeschön. Ja, nur weil ich schwarz bin, ne? Wahrscheinlich. Nein, mich hat eben ein Techniker gefragt, und für wen hältst du die Laudatio? Hab ich gesagt, ich krieg auf die Fresse heute. Ja, ich habe, glaube ich, nicht untertrieben. Ja, vielen, vielen Dank. Was soll ich sagen? Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin begeistert. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Preis bekommen. Ihr habt auch gerade gesehen, warum? Ja? Naja, jetzt habe ich einen. Ja? Ja, ein wunderbarer Preis, der goldene Afro, das passt ja dann auch schon wieder. Ja. Und dann auch noch überreicht von Oliver Kalkofe. Ja, also ich muss schon sagen, den fand ich schon super. Da hat er noch beim Fernsehen einen vernünftigen Job gehabt. Ja. Jetzt ist es, glaube ich, Tele 5 ist es. Ja, Olli, wenn es dir Spaß macht, ja. Also, warum nicht, ne? Aber eine gute Alternative wäre übrigens auch The Biggest Loser, ja? Die suchen immer. Ja? Und ja, ein ganz großer Dank gilt natürlich meinen Kollegen, den wunderbaren Moderatoren des heutigen Abends. Ja, dieser Wahnsinns-Show. YOLO, Wattenscheiß und Klappschmühle-Einlauf, ja? Die, ja? Sie sind sozusagen die neuen Siegfried und Roy ja, der Generation. Mach ich Foto durch Facebook? Ja? Ein Hipster mit Honecker-Brille, ja, dem die Flusen für den Vollbart fehlen. Ja, und der Kollege wird mit so einem Kinderwagen ins Buggy-Studio geschoben. Ja? Aber es ist immer wieder schön, euch zu sehen. Ihr macht es wirklich großartig. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich danke dem lieben Gott für mein unglaubliches Talent. Und ich danke meiner Mutter, ist auch ganz klar. Und ich wünsche mir für uns alle Weltfrieden. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.